Guten Morgen. Dies ist eine Asana-Praxis mit dem Feed-Up am frühen Morgen. Ein paar Minuten, in denen es darum geht, dich wach zu machen für den Tag und deinen Brustraum ein bisschen zu öffnen, deinen Energiefluss nach oben zu ziehen und dich zu öffnen für all das, was du heute entdeckst und erlebst. Und bestenfalls, um auch deine Unterscheidungskraft ein bisschen zu forcieren, sodass du die Dinge, die über den Tag dir hilfreich sind und dir gut tun, besonders wahrnimmst. Und die Dinge, von denen du spürst, das ist nicht so günstig für dich, dass du auch das wahrnimmst und entsprechende Entscheidungen, wenn es soweit ist, dann treffen kannst und dich eben distanzierst von dem, was dir vielleicht im Moment nicht so gut geht und gut tut und gleichzeitig das hereinholst in deinen Tag, was dich weiter öffnet und sozusagen deinen inneren Kern in deiner ganzen Schönheit nach außen trägt, sodass nicht nur du etwas Gutes für dich hast, sondern dein innerer schöner Wesenskern sich auch in die Welt hinein versprühen darf. Namaste. Ich hoffe, es macht dir Freude, mit dem Feed-Up ein bisschen zu üben. Komm zunächst mit deinen beiden Füßen stehend an die Querverstrebung des Feed-Ups. Und dann länge hier deine Wirbelsäule. Schau, dass das Brustbein nach vorn schiebt, die Schulterblätter nach hinten, der Rücken lang ist und spüre deine Füße in Kontakt mit dem Boden. Atme hier ein und wenn du ausatmest, setze deine Füße mit zwei Schritten nach hinten in den herabschauenden Hund. Atme auch hier tief ein und vollständig aus und fließe dann mit deinem nächsten Ausatmen, Kinn geht zur Brust, mit rundem Rücken nach vorne wie ins Brett. Atme hier ein im Brett, länge deine Wirbelsäule, zieh dein Schambein an, langer Rücken, Kraft in die Fersen, schieb deine Fersen nach hinten und ausatmend fließe wieder zurück in den herabschauenden Hund. Mit deinem nächsten Ausatmen bring dein Kinn wieder zurück, zieh Schambein, Nasenspitze zueinander, fließe mit rundem Rücken nach vorn wie ins Brett. Zieh dein Schambein an, langer Rückenkopf in Verlängerung der Wirbelsäule und ausatmend zurück in den herabschauenden Hund. Wiederhole zwei Runden in deinem Atemfluss. Achte ganz sehr darauf, die Wirbelsäule schön zu runden, wenn du nach vorne fließt ins Brett und hier wird lang. Eine letzte Wiederholung mit rundem Rücken wieder nach vorne fließen ins Brett. Aktiviere so den Fluss in deiner Wirbelsäule. Wenn du das nächste Mal ausatmest, runde deinen Rücken, bring den rechten Fuß nach vorne zur Querstrebe des Feed-Ups. Atme ein, bring den linken dazu, länge deine Wirbelsäule und aus, fließe in die tiefe Vorbeuge, bring die Hände neben deine Füße, wenn du kannst. Einatmend, halb Vorbeuge, wie ein Monkey, die Hände gehen wieder auf die Holme. Ausatmend, tiefe Vorbeuge, lass die Hände nach unten zum Boden gleiten, neben deine Füße. Wenn du wieder einatmest, richte dich auf, bring die Hände auf die Holme, langer Rücken und ausatmen. Zwei Schritte und einen Sprung nach hinten in den herabschauenden Hund. Mit deinem nächsten Ausatmen führe dein Kinn wieder zur Brust, fließe mit rundem Rücken nach vorne wie ins Brett. Atme hier ein, roll über deine Zehen, wenn du kannst, sonst leg die Füße nacheinander um und fließ in den heraufschauenden Hund. Atme wieder aus, zurück in den herabschauenden Hund. Mit deinem nächsten Ausatmen, Kinn geht wieder zur Brust, fließe mit rundem Rücken nach vorne, über das Brett in den heraufschauenden Hund. Leg die Füße um oder roll über deine Zehen. Bring die Beine in die Streckung, das Brustbein nach oben
und aus, herabschauender Hund. Wiederhole auch hier noch zweimal in deinem eigenen Atemfluss. Und eine letzte Wiederholung. Wenn du wieder angekommen bist im herabschauenden Hund, bleib hier für zwei, drei Atemzüge. Atme gerne Mujjahi. Und dann beug deine Knie, nimm den Blick nach vorne und spring zu der Querstrebe deines Feet-Ups. Atme ein, lenke deine Wirbelsäule und dreh deinen Feet-Up herum. Wenn du jetzt wieder einatmest, bring deine Füße so weit nach hinten, dass du den Rücken wieder längen kannst. Und ausatmend fließe von hier in die stehende Vorbeuge, Hände neben deine Füße. Einatmend beug deine Knie, setz die Knie auf den Boden ab. Ausatmend, mach eine Drehung nach links und bring dein Gesäß direkt vor den Feet ab. Jetzt zieh den Feet ab so weit zu dir heran, dass du ihn an deinem Kreuzbein stehen hast. Und dann lenke deine Beine, atme ein, lenke deine Wirbelsäule und aus, fließe mit langem Rücken aus der Hüfte heraus nach vorne in die Vorbeuge. Einatmend, bring dein Kinn zur Brust, roll von der Basis deiner Wirbelsäule wieder auf. Lass den Kopf eingerollt, stell deine beiden Füße auf der Matte etwa hüftbreit auf. Und dann atme ein, bring die Arme über vorne nach oben, heb dein Becken an, Schulterblätter auf den Feet-Up in die Rückbeuge. Ausatmend, lass dein Gesäß wieder nach unten sinken. Gib zuerst den Impuls in dein Gesäß, sodass der Brustraum weit bleibt für die Arme. Über oben wieder mit zurück. Lass deine Beine ausgleiten und fließe mit langem Rücken wieder nach vorne, die Vorbeuge. Einatmend, geh dein Kinn zur Brust, roll von der Basis deiner Wirbelsäule wieder auf. Stell deine Füße hüftbreit auf. Nimm die Arme über vorne nach oben, Schulterblätter auf den Feet-Up. Heb dein Becken. Lass den Kopf in den Feet-Up hineinsinken, Arme lang. Ausatmen, fließe wieder zurück. Bring das Gesäß zuerst zurück auf die Matte, die Arme über oben. Und dann lass die Beine wieder ausgleiten, Hände gehen nach hinten, Vorbeuge. Und noch zwei Runden in deinem Atemfluss, sodass du in eine sanfte Rückbeuge kommst. Runde beendest in der sitzenden Vorbeuge, je nachdem aus welcher Yoga-Richtung du kommst, Paschimottanasana oder L-Seat Forward Bend. Bleib bei einem vollständigen Atemzug, zieh dich nochmal in die Länge, schieb dein Brustbein nach vorn und oben. Und dann beginne mit deinem Ausatmen, bring dein Kinn zur Brust, roll von der Basis deiner Wirbelsäule auf. Kann sein, dass du den Feet-Up ein bisschen näher heranziehen kannst. Stell beide Füße wieder auf, nimm die Arme über vorne nach oben, leg die Schulterblätter wieder ab, heb das Becken, bleib hier. Nimm deine Hände unter deinen Kopf, atme tief ein und lang aus und verwurzel deinen linken Fuß. Und wenn du dann wieder einatmest, bring das rechte Bein gestreckt nach vorne und dann nach oben. Ausatmen, zieh die Zehen heran, leg das gestreckte Bein wieder ab.
Atme ein für den rechten neben den linken Fuß. Atme aus, lass das linke Bein ausgleiten. Einatmen, geht das Bein gestreckt nach oben, Zehen zur Decke. Ausatmen, zieh die Zehen heran, leg das gestreckte Bein wieder ab. Atme ein, bring den linken neben den rechten Fuß. Und aus, wechsel wieder die Seite. Bleib kraftvoll in deinem Standfuß und schau, dass dein Becken möglichst wenig nach unten sinkt. Deine dritte und letzte Runde. Wenn du beide Füße wieder auf der Matte hast, bring dein Becken noch einen Tick weiter nach oben, streck die Arme wieder aus. Ausatmend, lass dein Gesäß zuerst sinken, komm zurück auf die Matte. Streck deine Beine aus, Hände gehen nach hinten, in die Vorbeuge. Einatmend, geht dein Kinn zur Brust, roll wieder auf. Ausatmend, kreuz deine Füße. Komm über deine Knie, rollend nach vorne, stell die Zehen auf, stehende Vorbeuge. Ausatmend, beug beide Knie. Bring dein Kinn zur Brust und roll von der Basis deiner Wirbelsäule auf zum Stehen. Atme ein, Nagot Salut. Und aus, zum Feet Up. Und dann dreh deinen Feet Up wieder herum. Mit deinem Einatmen fließe über Agnus Salut, die Arme gehen über die Seiten nach oben. Mit deinem Ausatmen in die Vorbeuge. Tiefe Vorbeuge, Hände neben deine Füße. Atme ein, bring die Hände auf die Holme, halbe Vorbeuge. Atme aus und komm in Feet Up Asana. Schau, dass du bestenfalls einen Drishti hast, einen Punkt, wo du deine Augen hinlenkst und der Nacken lang ist. Und dann bleib zunächst für ein paar Atemzüge in Feet Up Asana. Wenn du das nächste Mal ausatmest, beuge dein rechtes Knie, zieh das rechte Knie zum Bauch und dann beuge dein linkes Knie für die linke Ferse Richtung Gesäß. Beide Fußsohlen zeigen zur Decke und jetzt komm in eine leichte Rückbeuge. Stell dir vor, du willst den linken Fuß nach hinten unten abstellen und bleib aber hier oben. Und dann bring die Knie einatmend aneinander, beide Knie zum Bauch, roll auf deine Schulterblätter, streck die Beine quasi wie in die sitzende Vorbeuge. Und wenn du wieder einatmest, beug deine Unterschenkel, Fersen zum Gesäß und streck dich wieder nach oben in Feet Up Asana. Tut mir leid, dass ich hier etwas rumschnorche. Meine Nase ist morgens leider nicht so frisch. Wenn du wieder ausatmest, beuge jetzt dein linkes Knie für das linke Knie zum Bauch, Fußsohle zeigt zur Decke. Und dann beuge dein rechtes Knie, bring die rechte Ferse Richtung Gesäß. Und dann schieb dich wieder mit dem Becken nach hinten in die Rückbeuge, als wolltest du den rechten Fuß nach hinten unten abstellen. Wenn du wieder einatmest, beide Knie zum Bauch, atme hier aus. Runde deinen Rücken, sodass du auf die Schulterblätter kommst. Länge deine Beine wie ein Paschimottanasana. Kopf Richtung Knie. Und dann beug deine Knie wieder und fließe erneut in Feet Up Asana.
Noch eine Wiederholung. Mit dem Ausatmen das rechte Knie zum Bauch, Fußsohle zeigt zur Decke. Mit dem Ausatmen das linke Knie beugen, Fußsohle zeigt zur Decke. Aber das Becken geht in die Rückbeuge, linke Ferse Richtung Gesäß. Wenn du wieder einatmest, beide Knie zum Bauch, atme hier aus. Mach ein Päckchen aus dir und roll auf die Schulterblätter, streck die Beine wie in die Vorbeuge, Nasenspitze zu den Knien. Mit deinem Einatmen beug die Knie, Fidabhasana. Und dann wechsel wieder die Seite. Das linke Knie beugt mit deinem Ausatmen, achte auf deinen Drishti. Das rechte Knie beugt, Ferse zum Gesäß, beide Fußsohlen zur Decke, kommen die Rückbeuge. Du könntest, wenn du willst, auch einfach mal beide Beine strecken. Und dann bring beide Knie wieder zum Bauch, atme hier aus. Einatmen, streck die Beine, roll auf deine Schulterblätter, Nasenspitze zu den Knien. Ausatmen, beug deine Knie und fließe mit dem Einatmen zurück in Fidabhasana. Bleib hier, solange es dir angenehm ist. Wenn du wieder ausatmest, beuge deine Knie und dann stell deine beiden Füße vor deinem Fidab ab, krabbel mit den Füßen nach hinten, löse deinen Kopf aus dem Fidab, bring die Hände quer über die Holme und leg deinen Kopf auf deinen Händen und Unterarmen ab. Wenn du wieder ausatmest, bring dein Kinn zur Brust und roll von der Basis deiner Wirbelsäule auf zum Sitzen in den Fersensitz. Atme ein, dreh deinen Feet-Up wieder zu dir heran und dann setz dich auf deinen Feet-Up. Länge deine Wirbelsäule. Mit deinem nächsten Ausatmen dreh dich nach links. Bring die linke Hand auf den Holm, die rechte über das linke Knie und schau, dass deine Knie auf derselben Höhe bleiben. Und dann länge den Scheitel Richtung Decke, nimm den Blick über die linke Schulter, bleib hier. Atme hier tief ein und lang aus und beginne anschließend mit Kapalabhati. Vollständig ausatmen. Genieße noch eine Einatmung und dreh dich, ohne die Länge zu verlieren, mit dem Ausatmen zurück. Atme hier ein und ausatme. Dreh dich nach rechts, bring die rechte Hand nach hinten auf den Holm, die linke über dein rechtes Bein. Schau wieder zu deinen Knien. Schau, dass das rechte Knie die gleiche Höhe hat wie das linke Knie. Blicke über deine rechte Schulter und dann wieder 60 Mal Kapalabhati.
Vollständig ausatmen, länge dich nochmal mit dem Einatmen und dann dreh dich ausatmend wieder zurück. Atme hier ein, schieb nochmal deinen Scheitel Richtung Decke und aus, beginne die letzte und dritte Runde Kapalabhati 60 Mal. Einatmend bleiben, ausatmend, fließe mit langem Rücken nach vorne in die Vorbeuge. Einatmend, bring dein Kinn zur Brust, roll Wirbel für Wirbel wieder auf. Ausatmend, bleib hier sitzen oder komm auf deiner Matte zum Sitzen für ein paar Augenblicke in der Stille. Such dir eine Position, die dir für einen Augenblick angenehm ist. Wenn du eine Position gefunden hast, bleib hier, länge deine Wirbelsäule, schieb den Scheitel zur Decke, während die Schultern nach hinten unten sinken. Schaffe wieder Raum zwischen deinen Zahnreihen, vielleicht sogar zwischen deinen Lippen. Und dann bleib für ein paar Atemzüge. Und wenn es dir hilfreich ist, nutze mit deinem Atem einatmend das Mantra Soham, wenn du einatmest, so, wenn du ausatmest, ham. Ich bin Soham. Einatmen, so, ausatmend, ham. Am Ende deiner nächsten Ausatmung lass den Atem frei fließen, lass dein Mantra wieder los. Soham, ich bin. Und dann werde dir noch einmal gewahr, wie es dir jetzt geht. Möglicherweise hast du ein Empfinden von einem durchströmten Körper. Möglicherweise hast du ein Empfinden von einem weiten, leichten Brustraum, leicht wie ein Ballon, wo der Atem sich wohlfühlt und sich ausdehnt, bis in jede noch so kleine Ecke hinein, noch so kleinen Winkel deines Brustraums und sich hier wohlfühlt in deinem Körper. Und vielleicht fühlst du dich wach und klar. Dann lasst uns gemeinsam ein- und ausatmen und mit dem zweiten Ausatmen das erste umtönen. Noch einmal einatmen.
Namaste. Hab einen schönen Tag.